Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, kommen wir jetzt zurück zu einer neuen Folge von Transmafia hier auf meinem wunderschönen Kanal. Mir ist aufgefallen, yo, wir könnten jetzt beladen, wir könnten anfangen zu beladen und das werde ich jetzt auch machen. Wir werden das anhalten, hier werde ich schließen und dann müsste er ja jetzt sagen, okay, ich nehme den Treibstoff auf. Müsste er ja eigentlich machen. Hey, warum macht denn er das nicht? Der ist doch für so welche Güter beschaffen. So, nochmal kurz reinfahren. 24 sind da. Sonst muss ich die Schiffe verkaufen und andere Schiffe einkaufen, die eben nur Treibstoff. Jetzt hat es geklappt. Sehr gut. Gut, gucken wir, was das andere Schiff ist. Das andere Schiff ist, glaube ich, das hier. Ne, dann ist das hier. Die sind schon recht weit voneinander entfernt und so sollte es auch sein. Ja, die Stadt hier wird weiter, also die Schmiedigen wird jetzt gut mit Treibstoff, sehr gut sogar mit Treibstoff befüllt, kann man sagen. Und wir müssen jetzt aber auch mal wieder die Sachen benennen. Das bedeutet, also die ganzen Strecken, die werde ich jetzt mal kurz umbenennen, dass wir da mal wieder durchsehen. So, ich habe mal kurz die drei Sachen jedenfalls schon umgenannt und jetzt bin ich nämlich dabei an der Überlegung, wie wir eigentlich unsere Hauptstadt, unsere neue Ulmner Stadt, mit Treibstoff mal befüllen lassen, weil Neue Ulm ist ja unsere eigentliche Hauptstadt, nenne ich das mal so. Und da muss hier hinten, muss hier Dings hin. Wir können uns jetzt einen Zug schaffen, der hier rüber fährt, oder wir können uns auch die LKWs nehmen, die ja die ganze Strecke fahren. Beides nicht geil, weil LKW braucht sehr lange. Und der Zug, der rentiert sich, glaube ich, nicht auf diese kurze Strecke, weil auch nicht so oft das Schiff da ist und die Sachen abliefert. Deswegen bin ich schon fast dabei, dass wir hier, wir haben ja hier ein... Das ist ein großes oder ein kleines? Das ist, glaube ich, ein kleines Terminal. Ne, ein großes. Dass wir hier die Dings machen. Die, ja, ihr wisst schon. Eine neue Strecke. Ist so eine gute Frage, ob man das jetzt macht oder... Die Strecke ist relativ wellig. Relativ lang. Ich glaube mal, das werden wir jetzt mal trotzdem machen. So, mein Handy hat nicht mehr vibriert, ist mir aber auch egal. Denn... Hat es schon wieder vibriert? Es vibriert hier dauernd am laufenden Bande. So. Ist mir wie gesagt egal, weil ich möchte jetzt gerne aufnehmen. Das sind so die Aufnahmen, die ich alleine machen kann und möchte. Und es gibt aber auch Aufnahmen, wo ich jetzt sage, okay, es gibt kein... eine Aufnahme mehr alleine, sondern nur noch ein Multiplayer. Ja. Wir kaufen uns ein paar Bands. Wir haben ja das Geld. Dann machen wir die neue Linie. Das ist nämlich dann das Treibstoff Neu-Ulm. Treibstoff Neu-Ulm. So. Und hier kommen aber noch ein paar mehr Fahrzeuge drauf. Dann, das ist eine recht lange Strecke. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Hier Treibstoff Neu-Ulm. So. Die Fahrzeuge müssten, glaube ich, reichen. Wenn die sich jetzt langsam verteilen, wird das, glaube ich, hoffentlich klappen. Und diese Stadt ist noch nicht mit Straßenbahnverkehr ausgebaut. Sehr, sehr schlimm. Ich glaube, das werde ich auch noch machen. Und ich habe das gerade eine Nachricht bekommen, weil ich habe ein Bild vom Schnee gemacht, den bei uns hat es geschneit über Nacht, das ist ein Wunder. Ich werde jetzt mal, ach du Scheiße, wir haben ja noch die Fahrzeuge hier, die, dass die sich noch rentieren hier in der Stadt. Das ist ja ein Wunder. Ich werde hier auch auf Straßenbahn umbauen, denn das ist ja unsere Hauptstadt hier eigentlich. Wir nehmen eine große Straße, nehmen wir.
So, da sind wir wieder. Und jetzt kann ich die Fahrzeuge von ÖPN Neu-Ulm verkaufen. Und dann holen wir uns jetzt ein paar Trams. Ich würde mal sagen, wir holen uns einfach mal drei Trams für die Neu-Ulmer Strecke. ÖPNV Neu-Ulm. Neu-Ulm hat jetzt den Hauptbahnhof noch nicht drin. Das kann ich euch aber auch sagen. Eigentlich ist es bloß ein Bahnhof. Hauptbahnhof ist es ja nicht. Denn ich habe den geändert. Wollt ihr euch gleich mal zeigen? Eigentlich muss ich die ganze Strecke mal neu löschen. Aus dem folgenden Grund, ich habe neue Haltestellen reingemacht, wo wir jetzt mal nachgehen müssen, wo die eigentlich sind. Hier ist zum Beispiel die falsche. Die muss eins weiter vor, das ist aber kein Problem. Oh, wir haben Höchstgeschwindigkeit. Wir haben jetzt vieles Neues. Und dann müssen wir auch mal gucken, dass wir dann irgendwann mal alles nach und nach so aktualisieren. Denn wir haben ja auch hier diese neuen Tram- und Bushaltestellen, die sehr schön sind vom Aufbau. Aber da müsste man jede Stadt nachgehen und gucken, dass man die umbaut. Ist natürlich eine komplizierte Phase, genauso wie hier mit den Bahnhöfen, dass man die nicht mal die alten baut, beziehungsweise bei einigen kann man das ja lassen. Diese 0 auf 15 Bahnhöfe sind eigentlich einfach nur kleine Bahnhöfe so zwischendurch. Und einige, die könnte man lassen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie hier unten eigentlich das hier anläuft. Also hier ist sehr, sehr viel an Treibstoff da. Hier kommt unser Schiffchen, was das hier aber gerade so mitnehmen kann. Da werden wir mal warten, bis er hier angekommen ist. So, unser Schiffchen ist eigentlich so gut wie da. Es hat trotzdem, obwohl ich hier schnell vorspule, sehr, sehr lange gedauert. Wir können mal kurz auf die Finanzen gucken. Er nimmt schon relativ viel ein, muss man schon sagen, für die kurze Strecke, die er fährt. Ist nur die Frage, ob dieser jetzt so voll war oder nicht. Da gucken wir uns mal kurz den hier an. Also es war noch nicht der volle. Und wenn der da ist, werden wir mal sehen, was der überhaupt einnimmt. Und ich krieg gerade so einen hässlichen Schluck auf. Das ist vollkommen eklig. Was mir aber gerade so nebenbei noch auffällt, ich würde mal sagen, auf dieser Strecke sind hier viel zu viele Autos unterwegs. Also wenn wir hier auf die Finanzen gucken, naja, nicht nur Straßenfahrzeuge, ich will die ganze Strecke haben. Sind die Finanzen, sind wir bei 400k minus. Wir haben schon ein paar Fahrzeuge drauf. Also wenn wir mal so gucken, 74 und was ist hier oben? 30 finde ich doch schon sehr, sehr viel. Da will ich jetzt einfach mal nebenbei ein paar schließen. So, da wollen wir uns mal angucken. Für eine volle Schifflieferung, wie viel es da gibt. Also wir müssen natürlich sehen, das Schiff ist natürlich davor nicht immer voll gefahren. 1,7 Millionen. 1,78 Millionen nimmt das so plus und alter Schwede. So, auf der Linie 13 werden sogar mehr als Neu-Ulm hingelegt. Das ist nicht das, was ich gerne wollte, denn die Neu-Ulm, da ist natürlich die Strecke, die dann am wenigsten befahren wird. Und hier oben die Trebs, kann man auch mal umbenennen. Jetzt habe ich Neu-Ulm der Trebser, ist mir jetzt auch egal. Ist die Strecke, die dann zu viele Fahrzeuge hat. Und das möchte ich eigentlich nicht. Die hat also immer noch zu viele Fahrzeuge. Wo wir jetzt aber mal gucken müssen, nicht, dass wir jetzt hier Fahrzeuge mit Treibstoff verkaufen. Es ist eine sehr kurze Strecke. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier trotzdem immer wieder welche verkaufen. So, das ist auch viel, viel überblicklicher jetzt. Können wir... Wir können sogar von jetzt aus erst die Farben ändern. Das ist nämlich auch ziemlich lustig, ziemlich geil eigentlich. Nehmen wir mal ein grünes Fahrzeug. Achso, nee, es ist nur ein Fahrzeug. Mist. Sag mal, ein Fahrzeug. Das sieht so hässlich aus, das Grün. Gut, okay, ist mir jetzt auch egal. So, und die Neu-Ulmer Treibstoffstrecke, die hat ein bisschen zu wenig Fahrzeuge, würde ich sagen. Okay, jetzt habe ich einen ganz, ganz kleinen Fehler gemacht. Und zwar habe ich hier jetzt diese Fahrzeuge auf die Raffinerie geschickt. Wo wollen die langfahren? Und das nehmen wir mal eine Strecke. Und dann biegen sie
Ach, hier wollen sie abbiegen und sind dann hier unten. Ach du Scheiße. Gut, ich lasse sie trotzdem mal hinfahren. Auch wenn es mich zu viel kostet, ist mir jetzt aber relativ egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21. So. Haben wir nochmal ein paar Fahrzeuge hier. Aber die kommt jetzt nicht auf die Ölraffinerie, sondern Treibstoff Neu-Ulmner Strecke. Das da wieder ein paar Fahrzeuge sind. So, und dann würde ich sagen, war's das mit diesem Part schon wieder. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir noch, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Ich werde wohl in den nächsten Part, werde ich noch ein Schiff dazu kaufen. Nicht nur eins. Ach du Scheiße. Obwohl, das machen wir jetzt mal. Ich glaube, wir kaufen jetzt mal noch Schiff dazu. Wir haben hier 150 Kapazitätus. Wir haben bloß ein... Ach nee, das ist auch noch Güter, aber nur 100. Deswegen kaufen wir hier noch zwei... Dann machen wir drei. Drei Fahrzeuge dazu. Und die kommen auf... Ja, auf welche Linie kommt es denn? Linie 3, glaube ich. Ja, Linie 3. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt ihr mir das Wort? Bei fast 60. Bei sogar 60 Millionen. Ciao, ciao.